Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Falls du das erste Mal hier auf diesem Kanal bist und vielleicht das erste Video von mir siehst, dann drück auf jeden Fall auf Abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Denn hier gibt es alles zum Thema Photoshop, Lightroom, Bildbearbeitung insgesamt, Fotografie und so weiter. Und heute gibt es das Finale des ersten Bilderwettbewerbs, den ich ausgeschrieben habe. Es ging ja um das Thema Alt und Neu. Und heute werden wir hier die besten neuen Bilder sehen, die ihr gewotet habt. Und natürlich werden wir auch die Gewinner bekannt geben. Also viel Spaß dabei. Dieses Video wird gesponsert von der Firma Whitewall. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön, denn der Gewinner bekommt von Whitewall das Gewinnerbild auf Alu Dibond gedruckt. Es gibt auch noch weitere Preise, und zwar für alle ersten drei gibt es jeweils noch ein Package aus meinem Online-Store, und zwar kann sich da jeder ein Videotraining aussuchen seiner Wahl, und so haben wir richtig coole Gewinner am Start. Ihr habt die 9 besten Bilder gewotet in meiner Facebook-Gruppe, und die möchte ich euch jetzt hier alle mal zeigen und auch ein bisschen zusammen besprechen. Schauen wir einfach mal hier rein. Ich habe die jetzt gar nicht sortiert, sondern es sind einfach die mit den meisten Stimmen, aber die sind jetzt nicht nach diesen Stimmen sortiert, sondern irgendwie sind die hier einfach drin. Und ich finde es spannend, wie ihr das Thema alt und neu interpretiert habt. Ich habe ja gesagt, ich möchte da eigentlich gar keine Vorgaben machen, sondern ich habe einfach nur das Thema alt und neu rausgehauen, und ansonsten war das euer Spielraum, was ihr daraus dann wirklich macht. Und dementsprechend sind auch viele verschiedene Fotos entstanden. Es gibt hier zum einen natürlich Architektur, das ist natürlich mein Spezialgebiet. Es gibt aber auch Porträts, also mit Menschen. Es gibt Bilder aus der Natur mit Tieren und so weiter. Also da ist wirklich eine sehr, sehr große Auswahl an Bildern zu mir gekommen, und das finde ich extrem spannend. Schauen wir einfach mal rein hier in das erste Bild, und ich mache jetzt hier einfach mal auch immer die Informationen mit dazu. Das hat der Markus eingesendet. Finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Idee schon mal, ja, dass man hier ein Foto im Foto quasi macht. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es seine Großmutter, die sich da ein Foto von sich selbst anschaut. So würde ich es jetzt mal interpretieren oder mir vorstellen, dass sie das also selber auf diesem Foto ist und sich da quasi erinnert an die alten Zeiten, wie es früher war. Auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Das Thema alt und neu. In dem Fall ist es vielleicht mehr so ein bisschen alt und jung. Aber ich denke mal, da ist, habe ich ja gesagt, der Spielraum der Interpretation, der sollte ja sehr, sehr groß sein, damit ihr da auch möglichst kreativ sein könnt. Von daher ist das auf jeden Fall eine richtig schöne Idee. Ich finde es auch gut, dass der Fokus hier wirklich auf das junge Foto gelegt wurde, ja, und die Dame dann im Vordergrund quasi so ein bisschen verschwommen ist. Das legt einfach den Fokus so ein bisschen mehr auf den Bildmittelpunkt, finde ich super. Der Hintergrund, ja, ist jetzt nicht ganz so super gewählt, ist halt ja eine einfache weiße Wand. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen was Spannenderes finden können. Ansonsten von der Belichtung her ist es okay. Kann man auch spannender machen, wenn man zum Beispiel vielleicht ein Licht weiter von vorne setzt, ein bisschen härtere Kante reinsetzt von den Lichtern her. Aber so an sich ist das Foto von der Idee her richtig klasse umgesetzt. So, dann schauen wir mal auf das nächste Bild. Das ist das Bild von dem Jens. Der hat hier auch mit Menschen gearbeitet, und zwar hier auch eine ältere Dame und eine jüngere Dame in einem Bild kombiniert. Ich kann leider jetzt nicht so ganz erkennen, in welcher Situation die beiden sich gerade befinden. Das ist ein bisschen schwierig hier herauszufinden, ob die beiden sich überhaupt kennen oder nicht. Sie schauen sich auch nicht an, sie schauen beide runter auf den Boden. Von daher, das Bild an sich mit alt und neu oder beziehungsweise alt und jung ist durchaus vorhanden. Ich kann aber jetzt hier nicht in diesem Bild so eine richtige Story erkennen. Ja, also es ist natürlich beides auf dem Bild vorhanden, aber ich kann an diesem Bild nicht wirklich was interpretieren, wie die beiden gerade eine Verbindung haben, ob die beiden eine Verbindung haben oder ob das einfach nur zufällig ein Schnappschuss ist, wo quasi alt und jung auf einem Bild zusammen ist. Das kann ich jetzt hier an dem Bild nicht so ganz rauslesen, und deswegen, ja, ist es ein bisschen schwierig für mich, hier wirklich eine Bewertung abzugeben. Technisch gesehen ist das Bild super. Da sieht man auch, dass hier das Bild auch wirklich scharf ist. Also der Fokus liegt hier eindeutig auf der alten Dame. Die junge Dame ist hier etwas aus dem Fokus raus. Das ist ja auch völlig okay so. Ups, muss ich mal zurückgehen. Aber ich kann, wie gesagt, das Bild nicht wirklich interpretieren. Vielleicht, Jens, kannst du mir auch noch mal drunter schreiben in die Kommentare, ob es da eine Geschichte zu diesem Bild gibt oder nicht. So, schauen wir auf das nächste Bild. Das Bild hat der Christoph mir geschickt. Das ist jetzt natürlich Architektur, Städtefotografie.
mein Spezialgebiet, soll aber nicht heißen, dass diese Bilder irgendwie eine bessere Chance hätten jetzt. Ich finde es hier auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Bild. Man sieht ja alt und neu auch wieder schön kombiniert im Vordergrund die etwas älteren Häuser, älter anmutenden Häuser. Ob sie dann wirklich älter sind, weiß ich gar nicht so unbedingt, aber sie sehen auf jeden Fall ein bisschen älter aus. Das ist ja so ziemlich das Gleiche wie in Dubai. Da ist ja auch eigentlich auch alles neu gebaut, aber das eine ist so ein bisschen mehr auf dieses Altarabische gebaut und das andere ist halt wirklich dieses Hochmoderne und das kann man auch sehr gut kombinieren. Also da würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass die Häuser unbedingt sehr viel älter sind als die Skyline im Hintergrund, aber insgesamt ist es doch eine sehr, sehr schöne Ansicht hier. Man hat leider, muss ich sagen, das Bild hier so direkt in der Mitte unterteilt quasi. Also die Häuser hören genau im Horizont in der Mitte auf und die zweite Hälfte ist genau Himmel. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders wählen können, dass der Himmel vielleicht nur ein Drittel des Bildes hat. Also wenn ich jetzt hier mal reingehen würde und vielleicht das Bild noch so ein bisschen beschneiden würde, dann sieht es vielleicht schon ein bisschen besser aus, weil so ist es vom Bildaufbau her einfach ein bisschen, ja, ich will nicht sagen langweilig, das klingt gemein, aber dass man das vielleicht irgendwie so geregelt hätte. Ja, dann vielleicht lieber unten ein bisschen mehr noch Vordergrund gehabt oder so, aber ich glaube, so ist das Bild vom Aufbau her wesentlich spannender. Okay, das auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Foto und dann gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Bild. Dieses Foto hat der Andreas geschossen und auch hier wieder Städtefotografie, man hat die altanmutende Kirche hier in der modernen Stadt und auch das ist natürlich super gelungen, das Ganze hier einzusetzen. Was ein bisschen schade ist, der Himmel ist halt einfarbig, eintönig. Ja gut, meistens, ich vermute mal, dass es ein Städtetrip war, wo er unterwegs war und jetzt nicht ewig viel Zeit hatte für das Bild. Also nicht, dass er da irgendwie mehrere Tage hinkommen konnte, um das Bild nochmal zu machen. Grundsätzlich ist es ja natürlich immer so, man möchte ein paar Wolken am Himmel haben. Ich kenne aber die Situation auch, dass man in anderen Ländern ist vielleicht oder so oder in anderen Städten, wo man jetzt halt nicht so häufig ist. Und da hat man halt nur diesen einen Moment und dann muss man den natürlich auch nutzen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Bild, gut eingefangen. Man hat hier natürlich viele stürzende Linien drin, kann man aber nicht wirklich vermeiden, außer man hat ein Tilt-Shift-Objektiv. Aber selbst dann, glaube ich, wird es schwer, das Ganze hier drauf zu bekommen. Ich gucke mal ganz kurz, ja, er hat es mit 10 mm fotografiert. Ich vermute mal fast, dass es eine APS-C-Kamera war, also 16 mm ungefähr umgerechnet. Naja, vielleicht würde man es, wenn man noch ein Stück weiter zurück könnte, mit dem Tilt-Shift irgendwie hinbekommen, aber wie gesagt, ein Tilt-Shift ist jetzt nicht unbedingt das, was jeder zu Hause hat. Von daher ein sehr, sehr schönes Foto. Ich weiß nicht ganz, ob es wirklich gerade hier unten im Horizont ist. Es sieht irgendwie so ein bisschen so aus, als würde es nach rechts kippen. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Aber ansonsten ein sehr, sehr schönes Foto. Gut eingerahmt hier von den Häusern. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dass man hier einfach so einen ja, natürlichen Rahmen, nenne ich das immer, hat, wo man das ganze Bild dann so ein bisschen abgrenzen kann. So, das nächste Foto ist ein Naturfoto und das hat der René geschickt. René hat hier 73 mm verwendet, eine Blende 9, ISO 100 und eine Sekunde belichtet. Und auch das finde ich eine extrem tolle Idee, die hier umgesetzt wurde. Also man sieht das alte, ja, ich würde sagen, das ist verbrannt. Also das ist irgendwie so ein Schutthaufen, vielleicht so ein verbranntes altes Haus oder wo er da drin war. Und da macht sich dann aber eine Pflanze ihren Weg durch das Verbrannte durch und wächst dann neu heraus. Also das ist auch eine schöne Interpretation von alt und neu, die hier gewählt wurde. Die Pflanze ist natürlich ein bisschen heller als alles andere, was sehr, sehr gut ist. Es sticht sofort ins Auge. Alles andere ist auch so ein bisschen entsättigt, würde ich sagen. Die Pflanze hier ist richtig schön grün und gesättigt. Das bedeutet, dass auch da der Betrachter direkt als erstes hinschaut. Und das ist vom Aufbau her sehr gut gewählt. Was mich persönlich ein bisschen stört, ist hier unten diese kleine Kante hier unten links. Die ist so ein bisschen sehr hell. Vielleicht hätte ich die noch rausgeschnitten, einfach um den Betrachter so ein bisschen mehr noch in die Bildmitte zu lenken, weil das stört mich dann doch so ein bisschen. Da gucke ich dann so mindestens als zweites dann hin. Und wenn man das einfach so ein bisschen rauskroppt noch, dann denke ich, hat man hier ein perfektes Bild. Ansonsten der Bildaufbau sehr gut gewählt. Die Pflanze hier nicht komplett in der Mitte, sondern ein bisschen links angeordnet. Kann man nicht wirklich drüber meckern. Also ein sehr, sehr schönes Foto. So, nächstes Bild, auch wieder Städtefotografie. Diesmal keine stürzenden Linien oder so gut wie nicht. Also ein ganz kleines bisschen stürzende Linien hier noch. Sieht man auf beiden Seiten, aber nicht viel. Also das hätte man vielleicht noch so ein bisschen korrigieren können. Das ist mal gleich so der erste Knackpunkt, den ich hier, wo ich hier so ein bisschen meckern kann auf hohem Niveau. Ansonsten ist das ein sehr, sehr schönes Foto. Ich finde es auch sehr, sehr schön hier, dass man so ein bisschen Licht und Schatten hier drin hat in der Fassade und dass auch dieses Gebäude hier im Vordergrund, was ein bisschen älter aussieht, dass das auch schön beleuchtet ist. Das ganze Foto hat der David oder David gemacht, je nachdem, wie man dich ausspricht. Und auch sehr, sehr schön hier mit
führenden Linien gearbeitet. Also ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt ist. Ich denke aber mal schon, dass man jetzt hier auch in dem Boden quasi diese weißen Linien hat. Ich weiß nicht, ob das ein Bürgersteig ist oder sowas oder einfach nur eine Markierung auf der Straße, die aber auch direkt zu dem Haus hinführt. Wir haben Linien von hier oben, die hier runterkommen mit den Häusern, mit den Häuserfassaden und alles bringt das Ganze so ein bisschen in den Bildmittelpunkt, wo halt dieses alte Haus steht, was so isoliert dasteht. Ich will gar nicht sagen isoliert, es steht eigentlich, es ist sehr, sehr gut eingebunden in die neue Fassade, in die neue Stadt. Aber alles führt so ein bisschen auf dieses Haus hin und das ist doch sehr, sehr schön. Also der Bildaufbau ist gelungen. Ich würde auch mal sagen, dass das hier ein 5:4 Format ist, also so dieses typische Instagram-Format, was den Bildaufbau auch extrem spannend macht. Ich weiß nicht, was das hier im Vordergrund noch ist. Das stört mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Vielleicht hätte man das mit Photoshop noch rausbekommen können, ob das irgendein Geländer ist oder so. Das kann ich jetzt hier gar nicht so genau erkennen. Aber das hätte ich vielleicht mit Photoshop noch rausgearbeitet und ich hätte vielleicht hier noch die stürzenden Linien, also die vertikalen Linien hier, die hätte ich wirklich noch ganz gerade gemacht. Weil so sieht es so aus, als hätte es... Ja, als hättest du es gewollt, aber nicht hundertprozentig hinbekommen. Also das würde ich einfach noch so ein bisschen entzerren. So, nächstes Bild. Das hat der Peter gemacht. Den Peter kenne ich sogar persönlich. Ich war mal in New York und da habe ich den Peter getroffen. Der wohnt dort und der hat mich da auch so ein bisschen rumgeführt. Unter anderem auch, glaube ich sogar, dass es der Spot war, wo wir zusammen waren. Das ist ein sehr, sehr schöner Spot, weil man da, du siehst es ja schon, die Skyline von New York hat und gerade auch dieses neue World Trade Center und im Vordergrund die Freiheitsstatue, die alte Freiheitsstatue, die damals den Amerikanern geschenkt wurde. Und auch hier wieder sehr schöne Interpretation des Ganzen, also man hat wieder was Altes und was Neues. Im Vordergrund das Alte, im Hintergrund das Neue und auch ein sehr gelungenes Foto. Sehr, sehr dunkel. Ich hätte es vielleicht zu einer Tageszeit gemacht, wo man so ein bisschen mehr blaue Stunde noch hat. Es sieht jetzt hier wirklich nach Nacht aus. Ist ja auch vollkommen okay, kann man ja machen. Aber ich glaube, wenn du das in der blauen Stunde machst oder vielleicht auch zum Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, hast du noch ein bisschen schöneres Licht am Himmel, hast vielleicht auch noch ein paar Wolken mit dabei. Und wenn die Wolken sogar sehr schnell sind, könntest du mit einem ND-Filter arbeiten, dass du so ein paar Wolkenzieher noch im Himmel hast. Ich denke mal, das würde das ganze Bild noch ein bisschen spannender machen. Ansonsten würde ich vielleicht hier oben ein bisschen mehr Platz lassen. Also es ist sehr, sehr knapp beschnitten. Genauso wie hier unten ist es auch knapp beschnitten, wobei ich nicht weiß, vielleicht wolltest du da auch den Vordergrund des Wassers noch so ein bisschen wegkriegen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber hier oben wirkt es sehr, sehr gedrungen und von daher hätte ich da noch ein bisschen mehr Platz gelassen. Wenn der Himmel dann mal schön ist, dann kann man es vielleicht nochmal wiederholen und dann einfach ein bisschen mehr Platz lassen, Himmel richtig schön mit reinbringen mit ein paar Wolken und dann ist es, denke ich mal, perfekt. Ansonsten super Foto, kann man nicht anders sagen. So. Das nächste Foto hat Ansgar geschossen. Ansgar hat mir hier ein Foto geschickt von zwei Vögeln, die sich hier ein Insekt teilen. Und auch ein sehr, sehr schönes Foto. Es ist einfach ein schöner Moment, ein schöner Schnappschuss. Ich weiß nicht, wie lange man als Tierfotograf dafür braucht, um sowas einzufangen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie wirklich mich mit Tierfotografie beschäftigt. Von daher kann ich dazu relativ wenig sagen, ob, wie lange man da auf der Lauer liegen muss oder ob das vielleicht auch einfach ein Schnappschuss ist. Aber auf jeden Fall eine schöne Idee. Ich würde es jetzt mal so sagen, dass das die Mama ist, die da ihr Kleines füttert. Ja, also auch hier wieder alt und neu. Der Zusammenhang ist tatsächlich gegeben. Und ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr schön. Ich bewundere Tierfotografen, die dann auch diese Geduld mitbringen und da wirklich auf den perfekten Moment warten. Und der ist natürlich hier auch gegeben. Ich gucke mal ganz kurz rein hier. Also das Ganze wurde bei einer 400stel Sekunde geschossen mit 400 mm. Ja, das braucht man tatsächlich dann auch wahrscheinlich bei Tierfotografie, damit die sich halt nicht gestört fühlen. Blende 8 und ISO 500. Ich finde tatsächlich, dass es... Also ich weiß nicht, wie die Originalauflösung ist. Vielleicht ist die besser. In meinem Fall jetzt hier sieht es so ein bisschen... Aber ich glaube, du hast es mir auch einfach in einer sehr kleinen Auflösung geschickt. Kann ja mal ganz kurz hier nochmal gucken. Ja, 1300 mal 800. 68 Pixel, also das Bild ist nicht wirklich groß in der Auflösung, wie du es mir geschickt hast. Von daher, es sieht jetzt hier im Moment so ein bisschen so aus, als wäre es ein klein bisschen unscharf, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Auflösung zu gering ist. Ansonsten, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Foto. Selbst bei Blende 8 hast du hier einen sehr schönen unscharfen Hintergrund. Das liegt einfach an dem Abstand auch einfach und natürlich auch an den 400 mm. So, ich schaue mal kurz, haben wir noch ein Bild? Ja, wir haben noch ein Bild und zwar der Danny. Der hat auch ein richtig schönes Foto hier geschossen und auch hier ist es wieder so, dass wir alt und neu quasi hier direkt nebeneinander haben. Auch ein sehr schönes Foto. Auch hier würde ich behaupten, dass es vielleicht ein bisschen so eine Viertelstunde früher wäre, glaube ich, besser gewesen, wo der Himmel noch nicht ganz so dunkel war. Ich finde persönlich, dass der Himmel hier an der Stelle ein Stück weit zu dunkel ist. Auch der Vordergrund ist hier ein Stück weit
zu dunkel. Den hätte ich vielleicht einen kleinen Tick heller gemacht. Also einfach das ganze Foto eine Viertelstunde früher, würde ich behaupten, würde noch besser aussehen. Und natürlich, wenn ein paar Wolken am Himmel wären. Aber ja, das haben wir ja schon besprochen. Das ist nicht immer möglich. Von daher kann ich hier ansonsten nur sagen, es ist ein schöner Bildaufbau. Die vertikalen Linien hier sind gerade. Ja, das kann man nicht anders sagen. Wobei ich jetzt hier sagen muss, hier auf der rechten Seite, da sieht es so ein bisschen so aus, als würde das Ganze kippen. Auf der Seite hier sind sie wirklich schön gerade. Aber auf der Seite hier sieht es tatsächlich so aus, als müsstest du hier nochmal ran und das Ganze hier so ein bisschen in die Richtung entzerren noch. Ja, ansonsten, Lichter sehen auch gut aus, vielleicht ein kleines bisschen ausgebrannt, das ist aber auch völlig okay. Das muss auch so sein, ja, man kann nicht alle Details auch in den Lichtern hier haben, gerade wenn man in der Städtefotografie unterwegs ist. Aber hier so ein paar Schatten, die würde ich noch hervorheben. Und wie gesagt, wenn du das Foto nochmal machen kannst, vielleicht einen kleinen Tick früher, wenn der Himmel noch ein bisschen heller ist und vielleicht darauf hoffen, dass noch ein paar Wolken dabei sind. So. Haben wir noch ein Bild? Nein, ich glaube, das war's. So, jetzt haben wir alle neuen Bilder einmal uns zusammen angeschaut und jetzt muss ich natürlich noch die Entscheidung treffen, welche Bilder hier tatsächlich die drei besten Bilder sind. Ich habe mich entschieden und zwar möchte ich Platz 3 hier an dieses Foto von Andreas geben. Das ist Platz 3, gefällt mir sehr, sehr gut. Natürlich, wie gesagt, man hat die Stürzenlinien drin, aber ansonsten ist das ein sehr, sehr schöner Bildaufbau. Man hat hier rechts und links jeweils noch den natürlichen Rahmen drin und auch hier hat man einen schönen Vordergrund mit der Kreuzung. Wie gesagt, es kippt für mich ein kleines bisschen nach rechts, aber das kann man ja wie gesagt noch verbessern. Also das ist Platz 3 und du kriegst auf jeden Fall einen Gutschein bzw. du kannst dir einfach ein Videotraining auf meinem Online-Store aussuchen. Dazu kriegst du einfach auch nochmal eine E-Mail von mir und dann sagst du mir einfach Bescheid, welches du haben möchtest. Platz 3 also geht an Andreas. Herzlichen Glückwunsch! Platz 2 geht an dieses Foto und das ist von dem Markus. Ich finde die Bildidee einfach wunderschön. Das ist ein emotionales Foto. Also das fesselt mich einfach von der Emotionalität her. Technisch gesehen, habe ich ja schon gesagt, finde ich, ist die Beleuchtung nicht perfekt und auch den Hintergrund finde ich ein bisschen langweilig. Aber einfach diese Emotionalität in diesem Foto, die gefällt mir extrem gut. Und da muss ich einfach sagen, das ist für mich ganz klar Platz 2. Auch du kannst dir also ein Videotraining auf meinem Online-Store aussuchen. Auch du bekommst eine E-Mail natürlich von mir und dann kannst du mir einfach Bescheid sagen, welches du haben möchtest. Herzlichen Glückwunsch an Markus und jetzt der große Gewinner. Der große Gewinner bekommt nämlich neben einem Videotraining von meinem Online-Store auch noch sein Foto von White Wall ausgedruckt auf Alu-Dibond. Und der große Gewinner ist dieses Foto hier von David oder David. Ich weiß immer noch nicht, wie man dich ausspricht. Es tut mir leid, aber herzlichen Glückwunsch. Das ist tatsächlich einfach definitiv das Foto, was für mich hier an dieser Stelle gewonnen hat. Denn hier stimmt für mich einfach alles. Natürlich, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Die stürzenden Linien hier würde ich noch ein bisschen korrigieren. Aber ansonsten, einfach von der Belichtung her gefällt mir dieses Foto extrem gut. Man hat hier so ein Licht- und Schattenspiel. Man hat hier sehr viele führende Linien, die auf den Bildmittelpunkt hinweisen. Das Haus hier sticht sehr schön heraus, auch durch die Belichtung und so weiter. Also da passt für mich einfach in dem Fall alles. Und deswegen ist das für mich hier auch Platz 1 in diesem Fotocontest. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an alle Gewinner. Und ich hoffe, euch hat dieser Wettbewerb Spaß gemacht. Es werden weitere Fotowettbewerbe folgen, auch mit ganz vielen verschiedenen Themen. Und da hoffe ich einfach, dass natürlich wieder genauso viele mitmachen, auch genauso viel Spaß dabei haben. Und wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt, nicht traurig sein. Es gibt, wie gesagt, weitere Chancen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei White Wall bedanken für die Unterstützung. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr auch jetzt aus diesem Video ein kleines bisschen was mitnehmen konntet, wenn wir hier so ein bisschen Fotokritik machen. Wenn euch das gefällt, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr noch Fragen habt und so weiter, dann einfach unten in die Kommentare damit. Ansonsten, ich habe es ja schon gesagt, Kanal nicht vergessen zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!